Hallo, Michael. Hallo, Mama. Hallo, Susanne. Hallo, Mama. Ich muss euch etwas sagen. Was ist denn los? Euer Vater, der ist im Krankenhaus. Ja, er hatte einen leichten Schlaganfall. Wann ist das denn passiert? Schon vor ein paar Tagen. Ja, und warum hast du uns nicht gleich Bescheid gesagt? Naja, ich wollte euch nicht unnötig beunruhigen und erst Bescheid sagen und euch anrufen, wenn ich Näheres weiß. Wie geht's ihm denn jetzt? Es geht ihm schon wieder etwas besser. Ich war jeden Tag im Krankenhaus und habe auch viel mit den Ärzten gesprochen, aber so richtig wird das nicht mehr werden mit eurem Vater. Was soll denn das heißen? Die Ärzte haben Alzheimer festgestellt. Alzheimer? Ja, Demenz. Sie entwickelt sich ziemlich schnell bei ihm. Und was heißt das? Wie geht's jetzt weiter? Ich weiß das auch nicht so genau. Wir müssen einfach mal abwarten. Ehrlich gesagt, ich habe schon seit langem befürchtet. Das ganze letzte Jahr. Das war nicht immer einfach mit ihm. Ach, es war doch noch nie einfach mit ihm. Du hast recht. Aber in letzter Zeit ist es um einiges schlimmer geworden. Also, manchmal, da hätte ich ihn. Mama, bitte. Ja, er wurde immer so ungerecht. Und mal, da war er wütend und böse. Ja. Und dann wieder so entsetzlich traurig. Hey, Mama, ganz ruhig, ja. Neulich im Krankenhaus, da fragte er mich beim Abschied, nimmst du mich wieder mit nach Hause, Mutter? Das kam so kläglich. Es hätte mir fast das Herz zerrissen. Tja, und als ich am nächsten Tag wiederkam, da fuhr er mich an. Was wollen Sie denn hier? Und als ich sage, aber Erwin, ja, ich bin's doch, Anne, deine Frau. Da sagte er ganz erstaunt. Ach ja? Sicher, natürlich. Früher, da hat er oft schon Mutter zu mir gesagt. Das sagen ja viele Frauen zu ihren Männern. Oder umgekehrt. Aber diesmal, da hat er wirklich seine Mutter gemeint. Ja, er fing auch gleich wieder mit Schlesien an, dass er nach Hause müsse, um sich um die Pferde zu kümmern. Ja, das Gerede hat mich schon immer genervt. Ewig dieselbe Schallplatte. Er glaubt, er kann einfach mal so nach Schlesien rüber, wirft die Polen raus und ist dann wieder der Herr im Haus. Siehst du, Michael, das hast du einfach nie kapiert. Was? Naja, das mit Schlesien. Weißt du, ich glaube, das war die einzige Zeit in Papas ganzem Leben, wo der wirklich mal glücklich war. Ja. Mit mir war euer Vater auch glücklich. Ja, aber du nicht mit ihm. Was willst du damit sagen? Ach, Mama, das weißt du doch genau. Er war doch schon immer eigensinnig, rechthaberisch und störrisch wie ein Esel. Ja, Mama, alle mussten nach seiner Pfeife tanzen. Ja, nur dann war er glücklich. Mama, du, wann können wir Papa denn besuchen? Ich sage euch rechtzeitig Bescheid. Okay. Gut. Nur, da ist noch was. Ich kann nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr, so ganz allein mit Vater. In letzter Zeit habe ich kaum noch geschlafen, vor lauter Sorge, dass er irgendeinen Blödsinn macht. Ja, das Auto aus der Garage fährt oder mit seiner Zigarette das ganze Haus abfackelt. Die Ärzte, die meinen auch, das Beste sei für Papa, wenn er direkt vom Krankenhaus in ein Heim ginge. Sie haben da auch ein sehr schönes Heim für ihn gefunden. Da ist rund um die Uhr jemand da. Ja, das klingt doch sehr gut. Ja, ich glaube wirklich, dass Sie recht haben, wenn Sie sagen, ich kann besser für ihn da sein, wenn er nicht da ist. Also ich weiß nicht, Mama, darüber können wir ja vielleicht ein andermal nochmal reden, oder? Du, Mama, ich muss jetzt leider wieder zur Arbeit, ja? Mhm. Ich melde mich dann bei dir, okay? Ja. Bis bald. Bis dann, Michael. Du, sag doch einfach Bescheid, wenn wir Papa besuchen können, ja? Ja. Bis dann, Mama. Bis dann. Also Erwin ist in letzter Zeit so orientierungslos geworden. Ja, ich mochte gar nicht mehr mit ihm Auto fahren. Immer wollte er recht haben. Und fuhr dann kreuz und quer, bloß nicht dahin, wohin wir wollten.
Ach, du lachst. Das war manchmal ganz schön gefährlich. Und das hat mich natürlich auch total geärgert. Aber ich habe meinen Mund gehalten, weil ich einfach keinen Ärger wollte. Ja, ja, schon gut. Du hast ja recht, Mama. Du, an unsere gemeinsamen Autofahrten habe ich auch überhaupt keine guten Erinnerungen. Weißt du noch, wenn wir in Urlaub gefahren sind, früher, ja? Papa, du immer auf der linken Spur überholt, gedrängelt und geschimpft wie ein Rohrspatz hat er immer auf die Vorderseite. Mann. Das war ein ganz schöner Stress, oder? Ich habe vor lauter Stress immer diese Asthmaanfälle bekommen als Kind. Tja, aber die gemeinsamen Urlaube waren doch immer wieder schön eigentlich. Ich weiß noch, wie er mir das Schwimmen beigebracht hat damals im Meer. Der war so stolz auf mich. Ja, das stimmt. Mhm. Susanne, du musst jetzt sehr tapfer sein. Es kann sein, dass dein Vater dich nicht wiedererkennt. Es ist schon in Ordnung. Hallo, Papa. Mensch, Papa. Sag mal, was machst denn du für Sachen? Ne? Wie geht's denn dir? Warum besuchst du mich nie? Naja, jetzt bin ich ja da. Hübsch hast du sie. Dein Zimmer ist so schön hell und die Farben, die leuchten so schön. Ich habe vorhin auch schon mit der Pflegerin gesprochen, die ist total nett. Naja, und das Essen, das soll ja auch so gut sein. Schau, heute gibt es Kaffee und Kuchen. Willst du noch ein Stück? Oh ja. Ich habe große Lust darauf, hier alles kurz und klein zu schlagen. Das ist eine Scheiße hier! Mama, sag mal, was war denn eigentlich der Auslöser dafür, dass Papa zusammengebrochen ist? Auslöser? Wie meinst du das? Naja, ich meine, es muss ja einen Anlass gegeben haben oder so. Habt ihr euch gestritten? Ach, bin ich jetzt etwa noch schuld an seinem Schlaganfall oder was? Ha, womöglich auch noch an seiner Demenz? Nein, das habe ich doch überhaupt nicht gesagt! Entschuldigung, es tut mir leid, Mama. Ich meine ja nur, vielleicht hat sich Papa über irgendwas zu sehr aufgeregt. Du weißt doch genau, dass er immer sofort wütend geworden ist über alles. Über jede Kleinigkeit hat er sich sofort aufgeregt. Dafür kannst du nichts. Papa hat einfach nie gelernt, mit seinen Gefühlen richtig umzugehen. Na ja, was soll ich sagen? Ich war eben auch mit den Nerven runter. Weißt du, ständig das Gerede, dass er seine Koffer packen will für Schlesien. Dass er mich verlassen will. Naja, da habe ich ihm einfach auch mal die Meinung gesagt. Mama. Weißt du was? Wenn du magst, dann komm doch einfach Weihnachten zu mir. Hm? Mal sehen. Hey, hallo Papa. Ich bin's, Michael. Ja, ich soll dich auch schon von Frauke und den Kindern grüßen. Hey, wie geht's dir denn so, Papa? Hä? Papa! Guck mal. Ja, das hier sind Fotos von Paul und Lisa. Ja, sie gehen ja noch zur Schule, deswegen konnten sie heute nicht mitkommen. Aber du erkennst sie doch, oder? Hier, guck mal. Naja, ist ja noch nicht so lange her, dass du sie das letzte Mal gesehen hast. Hier. Sie sind ganz schön groß geworden, nicht wahr? Ja. Du weißt du was, Papa? Du, der Paul, der hat schon eine Freundin. Ja, und Lisa, die ist ganz fleißig in der Schule. Ja, und sie jobbt nebenbei, um ihr eigenes Geld zu verdienen. Das hat sie von uns, nicht wahr, Papa? Naja, du hast als Kind ja auch schon immer viel arbeiten müssen und ich habe immer bei dir im Betrieb mitgeholfen. Ja, das war auch gut so, ne? Hat uns nicht geschadet. Naja, so haben wir gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Sag mal, Papa,
War Mama heute schon da? Mutter. Du hast Mutter gesehen? Ja, ich habe vorhin mit ihr telefoniert und sie sagte, sie sei heute Morgen schon bei dir gewesen. Nein. Mutter war schon lange nicht mehr da. Du, Papa, ich muss jetzt wieder los, ja? Tschüss, Papa. Und? Wie war's? Hat er irgendwas gesagt? Ich glaube nicht, dass er mich erkannt hat. Tja, ich glaube, er wollte mich gar nicht erkennen. Ja, das war ja früher auch schon so. Immer habe ich versucht, es ihm recht zu machen. Aber nach der Schule die Autos gewaschen, während die anderen in den Schwimmbad gegangen sind. Ja, ich erinnere mich. Und weißt du noch das eine Mal? Da hatte ich gerade ein Auto auf Hochglanz poliert und da kam eine Taube angeflogen und hat auf die Motorhaube geschissen, kurz bevor Papa kam. Und glaubst du, er hatte nur ein Auge für das schön glänzende Auto? Nee. Er hat nur den Taubenschuss gesehen und hat mich angeschrien. Das machst du noch mal! Nie war ich ihm gut genug. Ja, ja. Seine Autos. Seine Werkstatt. Das war sein Leben. Ja. Weißt du was? Als ich vorhin bei ihm war, da hat er sich kein bisschen gefreut, mich zu sehen. Oh, Michael, das glaube ich. Doch, wirklich. Er hat nur da gesessen und durch mich durchgeschaut, als wäre ich niemand. Kein einziges Wort hat er mir zu mir gesagt. Ich hätte mal reinschlagen. Michael! Entschuldigung, Mama. Weißt du, nur als ich von dir gesprochen habe, da hat er was gesagt. Ja? Was denn? Dass du schon lange nicht mehr da warst. Hey, Mama. Dein Vater hat mächtig abgebaut, aber er hat durchaus noch seine hellen Momente. Naja, du warst ja jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr bei ihm. Mama, bitte jetzt keine Vorwürfe, okay? Ja, ich weiß. Du bist immer sehr beschäftigt. Körperlich ist er eigentlich noch ganz gut beieinander, aber nachts, da kann er nicht mehr schlafen. Dann geistert er über die Flure und jagt den Pflegerinnen hinterher. Der alte Schlawiner. Das hat er nicht verlernt. Papa. Er war immer so charmant. Damals. Und jetzt? Da wird er meistens nur noch wütend und böse. Neulich zum Beispiel, als der Pfleger ihn duschen wollte, da schrie er herum, dass er sich nicht nochmal von den Polen vertreiben lassen würde und dass sie aus seiner Werkstatt verschwinden sollten. Typisch. Ja, er war ganz außer sich und hat auch wild um sich geschlagen, der arme Pfleger. Der hat mächtig was abgekriegt. Keine Angst. Komm mal her. Du warst doch immer Papas Prinzesschen, ne? Nun geh ich schon. Hallo, Papa. Ich bin's. Deine Tochter, Susanne. Glaubst du, ich erkenne meine eigene Tochter nicht? Nein, natürlich nicht. Guck mal, Papa, ich hab dir was mitgebracht. Hier, das sind Fotos, als ich noch ein ganz kleines Kind war. Von früher, weißt du? Guck mal, hier, meine Taufe. Da stehst du ganz stolz daneben. Na, und das da sind Michael und ich. Oder hier, da bringst du mir das Fahrradfahren bei, weißt du noch? Naja, Mama und du, ihr habt doch ganz oft Ausflüge mit uns gemacht. Erinnerst du dich? Hier zum Beispiel, da trinken wir alle was zusammen. Guck, ich sitze auf deinem Schoß. Und Michael bei Mama. Warte mal, da ist auch irgendwo noch ein Foto, wo deine Eltern mit drauf sind. Hier, genau. Guck, da ist deine Mutter. Na, und hier feiern wir alle zusammen Weihnachten. Ach, Weihnachten.
Da hat doch deine Mama immer diesen herrlichen Mohnkuchen gebacken, weißt du noch? Oh, Mohnkuchen. Was haben wir uns alle auf diesen Kuchen gefreut? Ja, du besonders, Papa, weißt du noch? Ja, Mohnkuchen mit Schlagstock. Ja, nee, nee, mit Schlagsahne, meinst du? Mohnkuchen mit Schlagstock, habe ich gesagt. Ja, ist gut. Es ist gut, Papa. Beruhige dich, ja? Was suchen Sie eigentlich hier? Ich will schlafen. Ja. Ja, es ist gut. Beruhige dich. Schlaf, Papa, schlaf. Die Tochter hüt die Schaf. Die Mutter schüttelt's Bäumelein. Da fällt herab ein Bäumelein. Schlaf, Papa, schlaf. Meinst du, die schlafen, Papa, im Heim? Wie kommst du denn da noch? Ich weiß auch nicht. Er hat das was ganz Komisches gesagt. Es ging um den Kuchen, den Oma immer an Weihnachten gebacken hat. Mondkuchen mit Schlagstock, hat er gesagt. Mit Schlagstock? Hm? Was heißt denn hier Papa, ey? Wann hast du ihn eigentlich das letzte Mal gesehen? Ach, frag mich mal lieber, wann ich meine Kinder das letzte Mal gesehen habe. Wenn ich von der Arbeit komme, dann schlafen sie und morgens gehe ich natürlich als Erster wieder aus dem Haus. Ach, du hast doch keine Ahnung, was im Geschäft los ist. Und als ich ihn das letzte Mal besucht habe, ja, da hat er kein einziges Wort mit mir gesprochen. Ja, ich habe geredet und er nichts. Ich hatte große Lust, ihn zu packen und zu schütteln, damit er merkt, dass ich überhaupt da bin. Mann, Michael, der macht das doch nicht mit Absicht. Papa ist krank. Ja, schon, aber... Naja, eigentlich ist er auch nicht anders als früher. Ja, er hat sich ja noch nie für mich interessiert. Ja, bei dir ist das natürlich was anderes, ne, Schwesterherz? Du warst doch schon immer Papas Liebling. Ja, mit dir spricht er ja auch. Außerdem hast du ja auch mehr Zeit. Ich bin auch viel unterwegs. Ja, eben. Ja, du hast keine Familie zu versorgen und kannst sogar noch in der Weltgeschichte rumgondeln. Deswegen kannst du dich auch mehr um Papa kümmern. Ich bin Journalistin, ja? Und als Journalistin muss ich eben Reportagen schreiben und dafür muss ich reisen. Das ist mein Beruf, nicht mein Hobby. Und der macht mir noch dazu eine Menge Spaß. Ach, das ist aber schön für dich. Du, ich habe mir übrigens überlegt, vielleicht mache ich demnächst mal eine Reportage über Papas Krankheit. Naja, sowas Persönliches, weißt du? Wie die Familie damit umgeht, sowas. Was, die Familie? Ja. Also wenn du das machst, Susanne, dann... Wieso denn? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich meine, es wird doch viel zu viel geschwiegen über das ganze Thema, oder? Du, diese ganzen Gefühle, die da hochkommen. Scham, Schuldgefühle, Trauer, Traurigkeit, alles Mögliche, wie bei uns halt. Kennst du ja. Ja, Wut, all das. Du, in unserer alternden Gesellschaft, da wird Demenz bald der Normalfall sein, nicht die Ausnahme. Ja, von mir aus. Tu, was du nicht lassen kannst, aber lass mich da raus, okay? Und du willst Papa wirklich nicht mehr besuchen? Ja, erstmal nicht. Ja, mal sehen. Weißt du, was echt komisch ist? Hm? Unser Vater vergisst alles. Und wir? Wir erinnern uns plötzlich wieder an alles. Ja. Ach, Susanne. Ich fühle mich so allein gelassen. Keiner hilft mir. Alle ziehen sich zurück. Und mit niemandem kann ich reden. Mama, das stimmt nicht. Ich bin immer für dich da. Für mich... Mich kannst du immer anrufen. Ja, anrufen. Außer an Weihnachten hast du dich doch hier auch nicht mehr sehen lassen. Du fährst in der Weltgeschichte herum, während ich hier sitze. Ja, alle Jubeljahre besuchst du mal den Papa. Und ich sehe ihn jeden Tag. Jeden Tag versuche ich, ein Stück von seiner Welt mitzubekommen. Aber das ist nicht meine Welt. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Du hast so viele Freunde, Mama. Triff dich doch mal mit denen. Unternehmt was zusammen. Weißt du, ich glaube, du musst einfach das Leben wieder ganz neu für dich entdecken. Freunde, von wegen. Die lassen sich doch auch nicht mehr blicken. Und es waren vor allem Erwins Freunde. Aber für die ist Erwin schon tot.
Ja, und ich auch. Du, wenn sich eure alten Freunde nicht mehr melden, dann findest du neue Freunde, ganz bestimmt. Manchmal möchte ich nur weg. Ab. Ja. Weißt du, ich habe auch oft solch eine Wut. Ja, so eine Wut auf Erwin. Dass er mich verlassen hat. Ich kann dich gut verstehen, Mama, wirklich. Aber du bist nicht die Einzige. Weißt du, es gibt verdammt viele Leute, die sind genau in derselben Situation wie du. Steuern, Versicherung, Banken, Behörden, all das waren seine Sachen. Jetzt sitze ich allein vor diesem Riesenberg. Nein, du bist nicht allein. Es gibt ganz viele Angebote. Guck mal, es gibt Betreuungsangebote, es gibt Beratungsstellen. Es gibt zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Da helfen sich die Angehörigen gegenseitig im Alltag. Und? Was habe ich davon? Die meiste Zeit erkennt er mich ja nicht einmal mehr. Wir könnten doch mal zusammen herausfinden, was es an Angeboten für die Angehörigen so gibt. Ich helfe dir dabei, Mama. Wirklich? Ich will, dass sie mich in Ruhe lassen. Aber sie lassen mich nicht. Wenn ich ihnen sage, dass sie gehen sollen, sind sie traurig oder werden böse. Sie tun mir weh. Ich will, dass sie mich in Ruhe lassen. Mutter soll kommen. All die fremden Menschen hier tun, als würden sie mich kennen, aber ich kenne mich ja selber nicht. Sie zeigen mir Fotos von Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Weißt du noch, erinnerst du dich? Sie wollen, dass ich mich erinnere, aber ich erinnere mich nicht. Ich will das nicht. Ich brauche das nicht. Draußen sind die Blätter bunt. Aber sie brauchen ihre Erinnerung und dazu brauchen sie mich. Ohne mich erinnern sie sich nicht. Ich will, dass sie gehen. Alle!